Ein gut funktionierendes Zeitempfinden ist wichtig für viele alltägliche Situationen, zum Beispiel bei Reaktionsspielen, E-Sports oder bei Musikern. Die Mechanik unseres Zeitempfindens ist nicht vergleichbar mit dem konstanten Ticken einer Uhr. Streng rhythmische Sinnesreize können bestimmte Zentren im Gehirn ermüden und verursachen so eine verzerrte Zeitwahrnehmung. Wie es dazu kommt und was das für dich bedeuten kann, erklären wir dir in diesem Video. Erst 2015 zeigten Wissenschaftler, dass die Aktivität bestimmter Neuronen mit unserer Zeitwahrnehmung schwankt. Da war jedoch noch nicht klar, ob diese Neuronen, die sich in einer kleinen Gehirnregion befinden, dem Gyrus supramarginalis, zuverlässig den Takt für unser Gehirn vorgeben oder nur eine subjektive Empfindung der Zeit erzeugen. Geklärt wurde diese Frage vom Forscherteam rund um Masamichi Hayashi mithilfe einer visuellen Stimulation und einer funktionellen Magnetresonanztomographie, kurz FMRT. Das FMRT ist in der Lage, aktive Regionen im Gehirn bildhaft darzustellen. Die visuelle Stimulation erfolgte durch die Darstellung eines grauen Kreises, der 30 Mal in Folge für eine Viertel- oder eine Dreiviertelsekunde angezeigt wurde. Das bildgebende Verfahren zeigte, dass jede Zeitdauer in einem spezifischen Gehirnbereich Aktivität hervorrief. Offensichtlich können wir so kurze Zeiten unter einer Sekunde so genau messen. Wie auf einer Zeitempfindungsskala sind bestimmte Nervenzellpopulationen für das Empfinden einer konkreten Zeitspanne verantwortlich. Ein verblüffendes Ergebnis ihrer Studie war, dass es bei längerer Gewöhnung an eine Zeitdauer oder Rhythmus zur Ermüdung gewisser Zeitempfindungsneuronen kam, während jene für andere Zeiten nicht beeinträchtigt waren. Die Folge dieser Ermüdung war, dass die Versuchspersonen nicht in der Lage waren, die Länge eines akustischen Reizes, und das war ein weißes Rauschen, richtig einzuschätzen. Die Zeitwahrnehmung war so verzerrt, dass die Dauer signifikant überschätzt wurde, wenn sie länger als die Darstellung des visuellen Reizes war, und signifikant unterschätzt wurde, wenn dieser akustische Reiz kürzer war. Es klingt fast so, als wenn sich unser flexibles Gehirn durch den Ausfall eines Bereichs der Zeitempfindungsskala eine neue Skala baut, die aber unser Zeitempfinden im Vergleich zu einer Realität vergangenen Zeit verzerrt. Was nach einem Fehler klingt, ist in Wirklichkeit eine großartige Leistung unseres Gehirns, beeinträchtigte Strukturen schnell funktionell ersetzen zu können. Was bedeutet diese Erkenntnis für unseren Alltag? Wenn unser Gehirn zu oft dem gleichen Reiz ausgesetzt ist, zum Beispiel bestimmte Musikstücke in Dauerschleife oder eine Playlist mit Musik von nur einer Geschwindigkeit, dann werden bestimmte Zeitempfindungsneuronen im Gehirn überstimuliert und feuern deshalb seltener und führen eher zu einer Zeitverzerrung, als wenn wir das Gehirn mit vielen verschiedenen Reizen fordern. Konstruieren wir uns ein Beispiel. Wenn du für 20 Minuten einem Wiener Walzer zuhorchst, der hat in etwa 180 BPM, also Beats pro Minute, und das folgende Musikstück ist Dubstep, also ca. 135 bis 145 Beats pro Minute, dann könnte es dir passieren, dass du es für Hausmusik hältst, die in etwa 115 bis 130 Beats pro Minute hat. Ihr könnt jedoch beruhigt sein, diese Adaptierung von Nervenzellen ist nicht vergleichbar mit einer echten Beschädigung. Die Nerven können sich wieder erholen. Wir lernen daraus, dass das Repertoire an Sinnestäuschungen neben den optischen und akustischen Täuschungen um eine Zeitsinnestäuschung erweitert werden kann. Wer weiß, wozu das noch so alles gut ist. Auch wenn diese Illusion der Zeitverzerrung gut funktioniert, beginnen wir es allmählich zu verstehen, wie unser Gehirn tatsächlich Zeit wahrnimmt. Interessiert dich das Thema Sinnestäuschungen und dazu passende Beispiele zum Ausprobieren, dann hinterlasse deinen Wunsch unten in einem Kommentar oder besuche im Sommersemester das Modul Chronophysiologie im Zoologiestudium. Vielleicht interessiert dich auch noch eine akustische Täuschung im folgenden Video. Verwende dazu bitte Kopfhörer.